Willkommen zu einem Spiel namens Trivial Pursuit Live. Das ist ein Spiel, wo man Allgemeinwissen braucht und ich habe keins. Ich habe wortwörtlich kein Allgemeinwissen, okay? Ich schaue keine Nachrichten. Ich habe keine Ahnung, was in der Welt passiert. Es gibt zwei Sachen, da bin ich gut drin. Und zwar weiß ich das vom Quizduell. Videospiele und Medien. Aber selbst da weiß ich nicht alles. Also, das wird eine absolute Tragödie, aber ich versuche gegen Computer gegen das zu gewinnen. Hey, wahrscheinlich hast du ein besseres Allgemeinwissen als ich, also du kannst gerne mitmachen. Lass dir doch oben dafür mehr solcher Videos und abonnieren kostenlos, um keine Videos mehr zu verpassen. Quizgenie. Ja, ich gehe auf Quizgenie. Was sonst? Das ist übrigens ein Brettspiel, was man auch spielen kann. Ich habe es noch nie als Brettspiel gespielt, nur halt so. Online kann ich spielen. Ich glaube, es wird keiner mehr online sein. Ich weiß es nicht. Okay, Schwierigkeitsgrad Mittel sollte okay sein, oder? Ja, ich gehe auf Mittel, Leute. So, ich bin bereit. Willkommen bei Trivial Pursuit Live. Hey, ich fühle mich sehr willkommen. Das bin ich, Leute. Das bin nicht ich. Die anderen auch nicht. Gewinnt der erste Spieler mit 6 Wissensecken das Spiel. Okay, das ist eigentlich eine einfache Regel, oder? Ich glaube, ich fange an. Was bekomme ich? Durchstarter. Was? Durchstarter? Oh Gott, es geht los, Leute. Oh, nicht Geografie, oh no. Welches Gewässer ist kein Nebenfluss des Rheins? Ich weiß nicht, aber irgendwie klingt Lippe ziemlich dumm oder in. Ich nehme Lippe, weil es klingt nicht für mich etwas, als wäre es ein Fluss. Oh, ich lag falsch. Danke, danke, Leute. Ich weiß, ich liege falsch, aber ist okay. Okay, Sport und Freizeit. Ich kenne keine Sportler. Okay, ich interessiere mich nicht für Sport. Außer für Boxer. Was genau? Welche Sportart beinhalten die Figur Ballettbein? Ich sag einfach mal, Hürdenlauf. Jeder hat was anderes genommen. Komm schon, ich wollte am Anfang Synchronschwimmen nehmen. Ich bitte dich, okay? Alter, Peter folgt voll. Mega, Alter. Wissenschaft und Technik. Oh, no. Welcher luxuriöse Stoff wird aus Raupenkokons, wie sie hier zu sehen sind, hergestellt? Oh, das soll nicht so schwer sein, oder? Ja, gute Frage. Seide auf keinen Fall. Ich sage Kaschmir. Ich weiß, oh mein Gott, ich bin leck falsch. Seide auf keinen Fall, habe ich gesagt, oder? Ich habe sogar, oh mein Gott. Okay, freut euch, ich komme zurück, Leute, hundertprozentig. Geschichte, oh oh. Wo hat die Europäische Zentralbank ihren Sitz? Oh no, Leute, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht in Frankfurt. Ich sage, es ist Brüssel, Leute. Ups. Komm schon, Petra gewinnt die ganze Zeit. Was soll das denn? Ich kriege keine Antwort richtig. Es ist Fragen, von denen habe ich keine Ahnung. Okay, lass mich dir nicht beantworten. Das versuche ich, okay? Oh, Unterhaltung. Kunstliteratur. Ich nehme Unterhaltung. Da muss ich nicht liegen. Welcher Rap-Musiker hat einen Gastauftritt auf Katy Perry's Single California Girls? Gastauftritt? Ich würde sagen Pharrell Williams. Ich glaube, das ist auch ein Musiker, definitiv. Snoop Dogg kann ich mir nicht vorstellen, oder? Ich sage das erste, das obere. Oh mein Gott, es ist sehr Snoop Dogg was. Ich habe keinen einzigen Punkt bis jetzt. Aber ich kann noch zurückkommen, Leute. Auch wenn es nicht gut aussieht. Immerhin bin ich auf den 4. Platz, nicht auf den 5. Ey, ich habe 700 Punkte, obwohl ich nicht mal irgendwas wusste. Geil. Oh, jetzt müssen wir schnell die bestmögliche wählen. Okay, das kriege ich hin. Kategorie wählen. Ich nehme, oh, Geografie bin ich echt schlecht. Ich nehme Wissenschaft und Technik. Welcher dieser Planeten ist der heißeste? Ich sage Venus. Ich sage Venus, Leute. Ich weiß nicht wieso. Jupiter? Oh no. Bitte, das ist einmal richtig. Komm schon. Mein Instinkt hat mich zu Venus geleitet. Oh, ich hatte recht. Habe ich Venus genommen, ja, ne? Oh wow, ich hatte recht. Okay, das war instinktiv. Er hat die niedrigste Punktzahl und kommt bei der nächsten Frage zuerst. Okay, der Loser, der hat immer die Vorteile. Welcher dieses Meerestier ist der schnellste? Ich sage Schwertfisch. Ich weiß nicht wieso, okay? Aber für mich scheint er ganz schnell zu sein. Oh, das ist, er ziemlich schnell auf jeden Fall. Ich bekomme Punkte dazu. Also ich hole auf. Ich bin jetzt zweiter Platz, okay? Obwohl, nein, doch nicht. Er hat doch Punkte bekommen. Verdammt. Welcher dieser Astronauten war zuerst mal unterwegs? Oh, das war aber nicht Neil Armstrong, oder? Ich bin trotzdem, aber das war er nicht. Das war jemand anders, glaube ich. Alter, der eine ist voll langsam. Ja, wusste ich doch. Es war nicht Neil Armstrong. Er ist immer nur der bekannteste, aber es war jemand anders, aber ich wusste nicht, wer. Ich dachte aber, Neil Armstrong war der zweite, okay? Ich dachte nicht, dass er der 4 ist. Bin auch verlieren. Welche dieser Facebook-Funktionen wurde zuerst eingeführt? Ich würde sagen, Facebook-Fotos. Oh nein. Okay, die brauchen aber ziemlich lang. Oder hat man so lange Zeit? Eigentlich Facebook-Fotos, oder? Ja, es war Facebook-Fotos. Nice. Wir holen auf, Leute. Oh Gott. Ich nehme. Oh, Sport und Freizeit bin ich echt schlecht, aber ich nehme Kunst und Literatur. Welcher dieser Meisterwerke der Renaissance wurde zuerst erschaffen? Ich habe wortwörtlich. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme einfach das hier. Kein Plan. Ich weiß gar nichts. Also, ich habe was genommen. Oh, ich habe das erste genommen. Ich hatte anscheinend Glück. Ich habe eingeholt. Okay, Leute, noch ist nichts vorbei. Ich bin Platz 3, Leute. Easy peasy. Was? Finalrunde schon? Ist das ein Scherz? Alter, das ging schnell. Oh, ein weißer Fang. Das wird cool. Ich glaube, das bekomme ich hin. Es schwimmt im Südwasser. Ich sage weißer Hai. Ich weiß nicht wieso, Leute. Oh, komm schon. Scheiße. Gehört zur Familie der Karakidae. Ich sage das linke. Sorry. Hä? Also, ich bin noch nicht da. Wenn ich einmal falsch liege. Oh, wow. Das ist ja erbärmlich. Alter, Amelia holt voll auf. Das ist meine Chance. Mann, ich Geografie bitte. Europa, Asien. Wer hat mehr Länder als 53? Ich sage, oh, es muss Europa sein, oder? Okay, jeder hat Europa gewählt. Oh Gott. Okay, das wusste ich noch. Aber jeder wusste es, so, ne? Ist der zweitländste Kontinent der Welt? Europa.
oder? Ja, Europa, okay. Ziemlich klein auf jeden Fall. Das ist mega spannend. Okay. Hat eine höhere Bevölkerungsanzahl. Asien natürlich. Hundertprozentig, Leute. Jemand hat Europa genommen. Okay, wir sind gut dabei. Oh Gott, Leute, das ist spannend, Mann. Vom ersten Meridian der Null geschnitten. Europa, oder? Längsrad Null. Oh Gott sei Dank. Ach du Scheiße, Alter. Dort findet man den Taj Mahal. Asien. Doch nicht in Europa, oder? Oh mein Gott, yes. Oh, wir sind gut dabei, Leute. Ich hab nicht gedacht, dass ich so aufholen werde, aber... Oh, wow. Wir haben eine weitere Wissensecke, Leute. Episch. Geschichte, verdammt. Ich habe mich aufgewärmt. Hat die Demokratie als erstarrte Regierungsform klassifiziert. Ich sag das linke Aristoteles, weil er mir mehr sagt. Okay. Ich bin immer noch drin. Wurde 1900 im Film Bill Ted's verrückte Reise durch die Zeit von Tony Jasmin gespielt. Ich sage Sokrates anscheinend. Keine Ahnung. Dieses Mal was an... Oh, nein. So ein Pech. Ich hatte recht. Wieso soll ich das linke zweimal nehmen? Alter, ich hatte recht. Bin ich am Führen? Du, da bin ich am Führen. Ich glaube, ich führe gerade. Kunst und Literatur. Okay. Ich sag, ich unglücklicher Ball des Glücks. Julia sagt das, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen, Leute. Alter, sorry, ich habe die Bibel nicht gelesen, okay? Verdammt, ich bin draußen, Leute. Hat Tybalt als Cousin? Tybalt, ich weiß nicht mal, wer das ist, aber egal. Julia, okay? Ich wusste nicht, dass sie einen Cousin hatte. Oh nein, ja. Ich brauche nur eine Wissensecke, dann habe ich gewonnen. Aber ich brauche sie, unbedingt. Sport und Freizeit, okay. Boxen oder Martial Arts? Von der WBABBC. Boxen, Boxen. Komm schon. Hundertprozentig, oder? Mix Martial Arts noch nicht. Ja. Das wusste ich, weil ich Boxen schaue. Ist eine olympische Sportart. Olympische ist eigentlich Martial Arts, würde ich sagen. Ich kann Boxen olympisch. Irgendwie, ich weiß nicht, aber das klingt für mich nicht so olympisch. Ich weiß nicht. Also, ich lag falsch, aber ich hätte nie zu Boxen gesagt, das ist eine olympische Sportart irgendwie. Aber ist es. Also, ich habe verloren. Aber ich war Zweiter, okay? Also, eigentlich hätte ich es wissen müssen, Leute. Vor allem, da waren zweimal dieselben Antworten. Okay. Alles, du hast gut gespielt. Ich geb's zu. Ich bin aber Zweiter. Hey, ich bin Zweiter geworden, Leute. Das ist echt besser als erwartet. Vor allem bei dem Anfang, okay? Bei dem Start. Das war mega schlimm. Okay, ich will noch eine Runde spielen. Hoffentlich werde ich diesmal Erster. Allerdings spielen wir nur drei Runden dieses Mal, damit es nicht so lang geht. Alter, diesmal kämpfe ich gegen den Koch. Was zum Teufel? Ich kann nicht gegen den Koch gewinnen. Das geht nicht. Und los geht's! Dieses Wort ist immer wichtig, weil... Was bekomme ich? Was ist das? Okay, das ist dasselbe wieder vor. Bitte wählen Sie eine Kategorie. Ich nehme Unterhaltung auf jeden Fall. Auf welcher Burg wurde ein Großteil des Films Der letzte Tempelritter gedreht? Ich will irgendwie Burg Kreuzstein nehmen, auch wenn mir das gar nichts sagt. Aber zwei Leute. Oh mein Gott. Meine Instinkte vertraue ich immer, okay? Ich bin echt mega happy im Spiel. Sie nimmt Geschichte, okay. Als was ging Klaus Störtebeker in die Geschichte ein? Als Pirat auf jeden Fall nicht. Für mich ist das ein Trickbetrüger, sorry. Oh, das ist falsch, als Pirat. Er war Pirat, was zum Teufel. Freut euch nicht so früh, okay? Ich werde noch einen holen. Okay, ich bin bereit dafür. In welcher Insektenfamilie gehören die hier zu sehenden Glühwürmchen? Oh, das sieht interessant aus. Ich würde sagen, das sind Flöhe, oder? Das sind doch keine... Käfer können es auch sein. Oh Gott, das waren Käfer, ernsthaft? Ich hätte ganz ehrlich zu Bienen und Fliegen und Flöhen gesagt, das sind Käfer. Anscheinend sind Bienenflöhe und Bienen nicht Käfer. Oh nein. Was sollten die Frauen, die 1742 die Premiere von Handels Messias besuchten, zu Hause lassen? Ich habe wortwörtlich keine Ahnung über Handel. Ich sage einfach mal Capes. Ich weiß aber nicht wieso. Oh, am Anfang wollte ich auch Reiflöcke sagen. Verdammt. Sieht nicht gut aus. Aber der Koch ist der Letzte bis jetzt. Was für ein Loser. Du kannst dich so viel auflegen, wie du willst. Geh zu den Kochen, okay? Oh, gute Muskel auf jeden Fall. Okay, ich nehme auf jeden Fall. Ich nehme Sport und Freizeit, weil ich kann mit beidem nichts anfangen. Wie viele spielbare Seiten hat eine normale E-Gitarre? Spielbare Seiten. Ich glaube, das waren 6, oder? Oh, jeder hat für 6 gewonnen. Yes. Jeder hat 6 genommen. Schon wieder? Evelyn und ich haben dieselben Interessen. Pancetta, Lardo und Prosciutto wären alle aus Fleisch. Welches Tier ist hergestellt? Ich sage einfach mal, es ist eine Kuh, sage ich. Oh, aus Schwein. Ernsthaft? What? Das ist fertig auf jeden Fall. Natürlich wusste das der Koch werden sonst. Oder halt, was? Achso, ich dachte, ich kann wählen. Welcher Beruf wird allgemein als der gefährlichste der Welt bezeichnet? Fischer, Minenarbeiter, Holzfäller, Müllwerker. Ich würde sagen Holzfäller. Ja, ist richtig, oder? Fischer... Todesfälle und auf See zurückbleibende machen diesen Beruf so gefährlich. Ist das ein verdammter Witz, Alter? Nimm Unterhaltung, komm schon. Nimm Unterhaltung, Bro. Von welchem Künstler stammen diese Titel? Nur noch kurz die Welt retten. Das war Tim Bensko, oder? Muss nur noch kurz die Welt retten. Dann bin ich sofort bei dir. Romantisch. Okay, unentschieden. Aber der erste Runde ist auch meine schlechteste. Es wird besser, Leute. Oh, das mag ich. Okay. Welches Buch der Romanze, das Lied von Eis und Feuer, wurde zuerst geschrieben? Ich nehme die Herren von Winterfell. Ich weiß aber nicht, wieso. Oh mein Gott. Ist das nicht... Warte, das doch Game of Thrones, oder? Habe ich recht? Lieg ich richtig? Ja, ich lieg richtig, okay. Ja, ich habe Game of Thrones gesehen, wahrscheinlich deswegen. Mir hat das was mit Eis und Feuer gesagt. Das hat irgendwas mit Game of Thrones zu tun. Welcher dieser künstlerischen Epochen begann zuerst? Tja, Realismus, oder? Ach, künstlerische Epoche. Oh nein, das war definitiv nicht Realismus. Voll Schwachsinn, Leute. Aber Realismus war zweiter. What? Okay, wir sind gut dabei, Leute. Welches dieser von einem Film inspirierenden Musicals braucht am längsten für die Umsetzung? Ich habe wortwörtlich keine Ahnung. Ich sage einfach mal Billy Elliot.
Edit. Billy Edit war letzte. Scheiße. Reingeholt. Oh mein Gott, war er. Der Koch hat alles. Das oberste richtig. Welcher dieser Mythen wurde zuerst geschrieben? Odyssee, Grimms Märchen. Ich sage einfach mal die Odyssee. Oh, ich kann es nicht nehmen. Ach so. Ich kann es da nicht nehmen. Jetzt verstehe ich. Oh mein Gott, ich lag wieder. Oh wow. Das letzte. Ich wusste nicht, dass ich je schneller ich bin, desto besser. Ich hätte auch die Odyssee genommen, Leute. Das war zweites wenigstens. Ich brauche die Chance. Ich nehme einfach mal Geschichte. Welches Land hat im Jahr 2012 die meisten Mobiltelefone im Umlauf? Ich sage, das ist China. Auch wenn das ein bisschen komisch klingt, aber ich glaube China, weil ich habe das Gefühl, das sind so viele Menschen und dass die brauchen alle Telefone. Außerdem leben die alle Handy-Apps, Games und sowas. Und ja, das ist China. 1,1 Milliarden. Die haben eine Menge Handys. Oh yes, wenigstens ein bisschen aufgeholt, Leute. Immer noch letzter leider. Scheiße. Ich will nicht drüber reden, okay? Der Koch hat voll aufgeholt. Fahrenheit Catch. Was wurde als erstes veröffentlicht? Ich sage 1953. Ich sage, das ist Fahrenheit, sorry. 2 gegen 2. Oh yes. Ich weiß nicht, was Catch ist. Okay, das haben wir richtig. Spielt in einem unbestimmten Jahr in einer hypothetischen Zukunft. Ich sage auch Fahrenheit, Leute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Catch irgendwann mal was... Ich weiß nicht, was es ist, wie gesagt. Oh, die ersten beiden Worten von Evelyn waren falsch. Sie war erster. Erzähl die Geschichte von Captain... Ich sage jetzt Catch. Die Geschichte, also es macht keinen Sinn, dass es Fahrenheit ist. Oh Gott, yes. Ich bin erster momentan. Wow, nice. Das ist geil. Man kann zum Schluss voll aufholen. Geschichte dieses Mal. Elvis Presley, John Cash. War der jüngste Mitglied von Country Musical. Ich sage... das rechte, Johnny Cash. Weil ich dachte nicht, dass Elvis Presley irgendein Mitglied war, oder? Ja. Oh mein Gott, Leute, wir sind gut dabei. Hat in 33,5 mitgespielt. Ich sage Elvis Presley. Er war doch viel bekannter. So, ja, oh mein Gott. Let's go. Alter, schon wieder erster, Leute. Eine Ecke fehlt mir nur noch. Geografie, oh nein. Nordkorea, Südkorea. Dort findet jedes Jahr das Festival. Ich sage in Südkorea ein Festival. Oh ja, die meisten, yes. Gott sei Dank. Also die unteren zwei Fragen bleiben dann immer gleich, oder Antworten bleiben immer gleich. 2004 auf dem Billionen-Koller. Ich sage auch Südkorea. Oh, aber ich lag richtig. Ich habe geraten. Alter, ich habe gewonnen, das Spiel. Das war die letzte, die ich brauchte. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Spaß. Na gut, Leute, danke fürs Zuschauen. Für mehr davon lasst ihr noch oben da, abonnieren kostenlos. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.